er wie ein verknallter Teenager, der meint, Hartnäckigkeit würde fehlenden Charakter ausgleichen. Sie begehen Datendiebstähle an allen Orten in seinem aktuellen GPS-Verlauf. Ich nehme an, das sollte DedSec sich mal ansehen. Verstanden. Ich habe einen Albion-Officer vom letzten Diebstahl gefunden. Du kannst die Optik nach Informationen durchsuchen. Okay. Spontan habe ich angefangen, den zu rekrutieren. Und ja, eigentlich wollte ich nur einsteigen, aber jetzt, na gut. Das war ein notwendiges Opfer. Ah, jetzt. Okay, die machen nichts. Sie sind total entspannt. Und danach machen wir die Mission mit dem Taxi. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so... wie lange das hier dauert. Sind aber gleich da. Ah, wieder rot. So, da sind wir. Ich bin da. Dieser Albion-Schwachkopf hat die Optik im Mithörmodus gelassen. Hat wohl den Gegenspionageunterricht in der Faschistenschule geschwänzt. Vielleicht ist da was über unsere Zielperson drauf. Ein Kinderspiel. Ich besorge die Daten. Hier war er doch schon mal. Schnell, nein. Dann halt nicht. Dann muss doch auf den harten Weg. Komme ich hier rein? Nein, komme ich nicht. Ja, wir können die Spinne drüber schmeißen. Das entsperren und dann sollte die Tür offen sein. Denn hin? Oh, wer bist du denn jetzt da? Was willst du von mir? Oh. Klopp. Hey. Oh. Leer. Lade nach.
So. Okay. Kommt noch einer? Schießt noch wer? Ich glaube, da einer ist noch da. So, da bist du hier. Und da ist der Typ. Gut gemacht. Mach dich aus dem Staub. Dann sehen wir uns an, was du gefunden hast. Oh, ich bin so aufgeregt. Wie ich's mir dachte. Hör dir das mal an. Hast du das Drogenversteck gefunden? War genau da, wo du gesagt hast. Was ein Glück, oder? Siehst du, kein Grund zur Sorge. Wir haben die Sache in der Hand. Die Ware wird immer dort sein, wo sie gebraucht wird. Das verstehen diese Dorftrottel unter kodierter Sprache? Jedenfalls wird der Mann, hinter dem wir her sind, offenbar gar nicht von Albion gejagt. Er schiebt Beweise für sie unter. Unterhalten wir uns mal mit ihm. Setz mal ein Treffen an, Bagley. Na gut, wo ist er denn? Bestimmt ja ganz weit woanders. Oh. Und rum. Nicht über die Straße einfach laufen. Hier ist auch ganz viel. Und vor allen Dingen nicht rot. Aber wir holen das mal später wieder. Kümmern uns jetzt noch ein bisschen um das ein oder andere. Ach so, jetzt kann ich. Fast umgefahren, den auch. Wo ist denn das? Ah, noch ganz weit weg. Na gut, dann fahren wir weiter hier durch und folgen danach der Spur. Ja, es musste früher oder später mal passieren. Wir gucken mal hier rein. Hey Bro, alles klar? Okay Bro, jo, na los. Aber wo geht's hier rein? Ah, kann doch ein bisschen länger dauern. Der ist weg. Ja, geh doch mal weg. Du stehst voll mich.
Die sehen schick aus. Langsam werd ich echt pissig. Schlimm. Er kommt nicht wieder. Alles sauber. Waffe! Waffe! Ich sehe eine Waffe! Wie ist denn der aufgestanden? Voll komisch. 65 Punkte haben wir jetzt. Der Arsch sieht tough aus. Armleuchter! Na schön, ganz wie du willst! Ist das hier was? Keine Ahnung. Mir reicht es jetzt. Bei mir schon lange. Gefühlt fallen noch ein paar, aber irgendwie sehe ich die nicht. Muss eine Kiste sein. Wo soll denn die sein? Bin ich tot? Ah! Hier drinne. Macht auch Sinn. Ich hoffe, ich sterbe zwischendurch nicht. Immer her damit. Gut, das Geld haben wir auch noch. Wenn wir einmal hier sind, dann können wir uns... das auch noch mitnehmen. Schön. Das hat sich doch gelohnt. Hätte es auch mal andersrum aufgehen können, Tür. Hier steht gleich ein Auto, das ist auch ganz nett. Und los. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir haben. 65, 75? Bin mir nicht sicher. Einige Punkte haben wir. Können wir uns schon wieder irgendwas kaufen von... Ich bin mir nicht sicher, was. Ob eine neue Pistole oder irgendein neues Gerät. Aber wir benutzen sehr oft die kleine Spinne. Und das... Bremsen sind nicht so gut. Und genau, wir benutzen oft die Spinne und das Wechseln mag ich nicht so. Das gefällt mir nicht. Das macht mir keinen. Ja. Finde ich doof. Vielleicht habe ich es auch nicht anders rausgekriegt, wie es funktioniert. Man weiß es nicht. Aber so wie ich bis jetzt mal gewechselt habe, wie das Menü ist, nervig. Wow. Rüberfahren. Gottes Willen. Die bauen auch echt bescheidene Straßen. Das immer.
Ach so, stimmt, wir haben auch geführt schon. Also mindestens zweimal. Bin gespannt, wenn wir dann das. Die Tätigpunkte bekommen. Kann ich was für dich tun? Man erzählt sich, du hinterlegst Beweismaterial für Albion. Du bist uns eine Erklärung schuldig. Ich hatte doch keine Wahl. Die haben mich echt in der Hand. Ich muss tun, was sie sagen. Und wenn ich dein kleines Problem aus der Welt schaffe, was ist dann? Was meinst du damit? Du marschierst da einfach rein und löschst die Daten? Na, dann viel Glück. Aber ich glaube noch nicht dran. Mach mal mein kurz. Tipp ist, dass er sich uns anschließt, wenn wir ihm helfen. Albion speichert empfindliche Daten wie diese auf getrennten Servern. Wenn wir die Festplatten löschen, löst das sein Problem und schiebt dieser Beweisintrige einen Riegel vor. Okay, schick mir doch die Koordinaten. Okay, ja. Dahin machen wir uns jetzt mal auf den Weg und sind gespannt, was uns da erwartet. So. Und wieder ans andere Ende der Stadt. So rum, Stadt. Obwohl das hier nicht gefühlt nicht so groß ist. Wir fahren Ewigkeiten von A nach B, gefühlt durch die ganze Stadt. Das nervt einen Tick. Und ja, das ist anstrengend ein bisschen. Also die Länge. Ja, das können. Oder so. Ui, ja. Hatte schon Angst, dass sie drunter fallen. Der ist auch schnell zu haben. So. Da. Vorsicht! Hier müsste Albion die entsprechenden Daten lagern, mit denen sie unsere Beweisfälscherin erpressen. Suche stark, aber ich will wissen, wer an diesem Fahrzeug rumfuscht. Echt nicht einer erwischt. Durchsuch das Gebiet. Jemand hat das Fahrzeug gehackt. Ja, links. Da, genau. Entschuldig. Wir sollten ausschwärmen und das Gebiet durchsuchen. Boah! Das ist eine Waffe? Oh, Scheiße. Was? Sag ich doch. So, und weiter geht's. Achso, hier vorne lag irgendwo was.
Was? Hier, nehmen wir uns gerne einmal mit. Und weiter geht's. Hier muss noch ein Geld liegen, das ist im Gebäude. Ah, doof. Komme ich irgendwie zur Karte? Wo ist die denn? Ach, die ist da. Gut. Nee, so weit oben doch nicht. Na gut. Wo rennt denn die Karte rum? Auf diesem Server findest du das belastende Material, das Albion zu unserer verbündeten Person hat. So, das ist das zweite Dokument zu diesem Ort. Irgendwo ist noch eins rumliegen. Okay. Dann halt so. Wäre zu einfach. Die Security hat dich bemerkt. Sie schicken dir ein paar Schläger. Kannst du bitte den schneller löschen? Glaube nicht. Löschen abgeschlossen. Ich rufe unseren Freund an, während du dich in Sicherheit begibst. Das dauert noch ein bisschen. Hier einer. Achso, da hinten ist der. Nachladen bitte. Jetzt kommen zwei hier rein. Ich dachte, wir können alle Freunde werden. Nein! Doch, wir wechseln jetzt den Erkennten und holen auch schnell die
komme gerade nicht aufs Wort, die Technikpunkte, die holen wir noch. Und wir nehmen jemanden, der ein bisschen besser, der zum Beispiel. Haben wir? Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Und dann können wir uns auf jeden Fall nochmal eine Waffe, irgendwas, ein bisschen was Schlagkräftigeres. Albion hatte Überwachungsaufnahmen davon, wie unsere Bekanntschaft ein Wettbüro überfällt. Betonung auf hatte, denn die gibt es nicht mehr. Sie müssen sich jemand anderen suchen, der Beweise für sie fälscht. Fantastische Arbeit, alter Knabe. Überbring ihm die guten Nachrichten, Bags. Hier, Detzek. Die Beweise sind auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Arme Albion-Babys, womit sollen sie dich jetzt erpressen? Jetzt weißt du, was ich getan habe. Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen, aber dafür ist es zu spät. Wie kann ich dir nur danken? Bei DedSec ist jeder willkommen. Lust beizutreten? Ja. Ja, legen wir los. So, hier muss irgendwo die Karte liegen. Haben wir schon alle gut ausgeschalten. Schade, dass wir es dann doch am Ende nicht geschafft haben. Ja, und hier liegt noch irgendwo ein Dokument, das... Das fährt nach hinten. So. Haben wir alles komplett. 85 Punkte. Können wir uns dann doch eine Waffe verbessern. Ach so. Der Vollständigkeit halber. Hier liegt noch Geld rum, das nehmen wir uns auch einmal mit. So, jetzt kann man wohl gehen. Und zack. Abgeschlossen. Sehr schön. Genau, das nächste Mal machen wir dann die Mission mit den Taxis. Die ist hier. Da begeben wir uns dorthin und sind gespannt, wie es da weitergeht. Genau, haben 85 Punkte. Können eine Waffe uns kaufen und diese gleich aufs Maximale. Oder wir können uns generell alle kaufen. Dann haben wir da eine große Auswahl. Na gut. Ich bedanke mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen hinterlassen und das nächste wieder einschalten. Das wäre sehr gut, sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bye.